Ja, hallo. Wir sind wieder mit einem neuen Spiel am Start. Arcade Paradise. Ein Spiel, das super aktuell ist. Also in dem Moment, wo ich es jetzt spiele, ist es gerade 20 Minuten draußen. Und ich bin sehr gespannt darauf. Es geht darum, aus einer alten Wäscherei eine Spielhalle zu machen. Das Ganze spielt in den 90ern oder hat zumindest Automaten der 90er, Anfang der 90er. Ich bin richtig heiß darauf. Bin gespannt, wie es sich spielt. Meine Erwartungen sind hoch. Wir finden das jetzt mal zusammen raus, denn ich weiß natürlich auch so gut wie nichts, da es ja gerade erst rausgekommen ist. So, und deshalb fangen wir an mit einem neuen Spiel. Ich mag schon diesen Style des Menüs. Ja, der Auftakt war ja schon sehr vielversprechend, sehr cooler Style und ich mochte auch oben rechts das NTB. Ja, willkommen bei Arcade Paradise. Wo bin der, um dich umzusehen? Achso, ich glaube, ich kann das auch per Maus, wäre glaube ich jetzt in dem Fall besser. Ich schätze mal, dass es einfacher ist, aber vielleicht wechsle ich zwischendurch auch mal gucken. So, soll man jetzt schon reingehen oder kann man sich erst irgendwie umgucken und schauen, ob man hier irgendwas machen kann? Ich vermute, wir sollen erstmal reingehen, weil alles, was hier ist, läuft uns ja nicht weg. Hallo. Hallo, Ashley. Hier ist dein Vater. Endlich. Willkommen im echten Leben mit echter Verantwortung. King Wash war eine meiner ersten Investitionen in Grindstone. Keine besonders wichtige. Ehrlich gesagt, hatte ich diese Absteige bereits vergessen. Aber mit geschicktem Management kann vielleicht sogar ein undankbarer und launischer Teenager wie du daraus etwas machen. Lass uns noch einmal die Grundlagen durchgehen. Pass gut auf. Nimm zuerst einen Korb mit Wäsche und lade ihn in eine leere Maschine. Echt jetzt? Die großen oder... Na, hier geht wohl. Denk daran, dass Untätigsein verschwendete Zeit ist. Wartung und Reinigung liegen in deiner Verantwortung. Hebe jeglichen Müll auf und entsorge ihn. Es gibt einen Müllcontainer an der Seite des Gebäudes. Okay. Toll. Wieso toll? Also, ich kann die Sachen wohl erstmal so einsammeln.
Wäre ja auch schlecht, wenn ich jetzt jedes Mal... Kann ich hier noch nicht rein? Okay. Wenn ich jedes Mal, wenn ich einen Becher gefunden habe, sofort zur Mülltonne rennen müsste. Das passt schon ganz gut. So kommen wir erstmal... meine Mülltüte voll machen und dann schmeißen wir sie raus. Geiles Videogame. Ich verstehe das Spielprinzip nur nicht. War jetzt noch was? Da. So, ich nehme an, wir haben jetzt hier alles. Nee, da war noch was. Da ist noch was. Beutel voll. Gut, dann gehen wir raus. Yeah. Am Ende des Waschgangs warnt dich deine Uhr mit einem wichtigen Piepton. Entferne die nassen Sachen und gib sie in den Wäschetrockner. Okay. Ah. Sehr schön. So, befülle die Trockner. Was sollen denn jetzt die Trockner sein? Das sind Trockner, okay. Das hätte ich jetzt erstmal für Waschmaschinen gehalten. Vielleicht noch andere kleine Aufgaben. Dein Lebensunterhalt hängt von deinem Ruf ab. Mit kaputten Maschinen, verstreutem Müll oder verstopften Toiletten verlierst du Kunden. Niemand will in einen defekten, stinkenden Waschsalon kommen. Reparieren defekte Automaten, das Einsammeln von Müll und das Beseitigen von Verstopfungen in der Toilette tragen dazu bei, den Ruf des Unternehmens zu wahren. Okay. Kann ich hier wieder... Ich häng fest. Ja, schade. Spiel. Kann ich noch irgendwas mit dem Controller? Ja. Kann ich zwar, aber... wenn ich da rausgehe, bin ich wieder hier und komme nicht weg. Ist nicht gut. Okay, jetzt. Deine Uhr oder dein... PDA machen dich manchmal auf Aufgaben aufmerksam, die erledigt werden müssen. Repariere die Toilette. Habe ich mich jetzt gebückt? Tatsache. So, Toilette ist da. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Jetzt bin ich erstmal auf die Pad-Steuerung angewiesen, weil da kann ich mich noch bewegen. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich sollte dem Spiel auf jeden Fall kein Unrecht tun. Aber meine Tastatur hat keinen Saft mehr. Ich denke, das war das Problem. Jetzt gucken wir mal. Ja, da geht's wieder. Überraschenderweise drücke ich zum Reinigen der Toilette. Na gut. Gut, drehen. Okay. Pümpeln. Drehen und pümpeln. Toilette besiegt. Yes. Nimmst du sie heraus und legst sie für den Kunden zur Abholung bereit.
Schön. Finde ich gut, dass das auf der Uhr angezeigt wird. So, lege die saubere Kleidung ab. Wäsche abgeschlossen. Wäsche waschen bringt Geld, sobald die Wäsche fertig ist. Ja, okay, verstehe ich. Du gehst zum Abholen des Hinterzimmerschlüssels. Vergiss nicht, dass ich dich im Auge behalte. Komm also pünktlich, halte den Ort sauber und spare nicht an den falschen Ecken. Hör mal, Ashley. Ich weiß, in deinem Alter scheint die Reinigung von Kleidungsstücken wenig glamourös. Aber nichts im Leben ist geschenkt. Zeig mir nur einmal, ausnahmsweise, dass du das hinkriegst und dass man dir vertrauen kann. Ansonsten, nun ja, die Verpackungsanlage kann immer frisches Fleisch gebrauchen. Und repariere die Toilette. Du hast den Hinterzimmerschlüssel im Kleiderhaufen gefunden, ja? Soweit so klar. Ich habe $40 bisher. Das ist cool. So, was haben wir denn hier? Hier kann man spielen. Okay. Was war das Wichtige? Geh ins Büro und schalte den PC ein. Frage ist jetzt, wo ist das Büro? Da. Hey Super Nerd, dein erster Tag als Manager hat Papa schon seine herablassende Ansprache gehalten? Burke. Ist, als würde er mich bestrafen. Ich bin 19, ich kann einen Waschsalon beaufsichtigen. Ich habe einen halben Abschluss in Betriebswirtschaft. Okay, das passt da wohl nicht mehr ganz hin. In Betriebswirtschaftslehre, ja. Ein halber Abschluss ist kein Abschluss. Seine Worte. Also denkt ihr jetzt, ich hätte null Ehrgeiz. Aber was kann ich tun, solange ich hier festsitze? Irgendwas aufräumen, Spiele spielen, einkaufen, vielleicht sogar, hui, Geld verdienen. Hast du die Geldbehälter schon geleert? Geldbehälter. Die Teile, die Münzen auffangen. Solange der Waschsalon geöffnet ist, wirst du stetig Geld verdienen. Aber du musst die Münzen aus den Maschinen lernen. Mach es jetzt. Geh herum, sammle alle Münzen ein und gib sie in den Safe. Sieh nach, wie viel es ist. Okay. Moment. Wo stand denn da jetzt eh? Warum? Steht da nur sehr kurz. Achso, das ist wieder Müll aufheben. Das können wir hoffentlich gleichzeitig mit Geld einsammeln. Sehr schön. Nee, ich will nicht spielen. Wieder raus. Ja. Nicht spielen. Geld. Aber uff. Jetzt fängt er an zu spielen. Das mit dem Spielen finde ich cool und werde ich bestimmt auch noch machen. Aber ich möchte ja jetzt am Anfang erstmal sehen, worum es überhaupt in diesem Spiel hauptsächlich geht. Beziehungsweise, wie man bestimmte Dinge macht. Das mit dem Hocken. Da geht es nur ans Spielen. Hock dich nochmal hin. Da kann man einsammeln. 250, ey, das ist doch eine Menge. Die Waschmaschinen sind münzbetrieben. Denk daran, das Bargeld regelmäßig aus dem Münzautomaten zu nehmen und in den Safe im Büro zu legen. Ja, soweit so gut.
wollte ja nur erstmal jetzt das Geld aus den Spielautomaten holen. So, die Waschmaschinen. Ja, da kommt ja nicht so viel raus eigentlich. Der Geldbehälter. Ist das dann alles? Scheinbar, ja genau. Bin hier rein. Und wahrscheinlich wieder ins Büro. Und dann mal hier. Ah, da ist es safe. Drehen. Ja, aber... Moment, ich probiere das mal per Pad, okay, das geht. Die Frage ist nur... Okay, 7 sieht gut aus. 11? Nein, das mache ich ja. Nee, es ist... Die 7 hatten wir ja eben schon. Irgendwie habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig die Taste, die ich drücken muss. Da steht auch immer noch nur drehen. Gucken mal. Ändert sich da rechts irgendwas? Halt, da steht drücken. Ah. Okay, wenn man es aber begriffen hat, ist es nicht so schwer. Nur das Geld im Safe kann ausgegeben werden. Okay. So, was ist jetzt angesagt? Soll ich nochmal an den PC schreiben, dass ich das eingesammelt habe? Könnte man mal eben vielleicht machen. Oh Gott. Ich habe sie geleert. Und? Heidegger Bimbam. In den Spielautomaten war ein riesiges Vermögen. Ach, diese Sachen. Ich habe sie vor Jahren für Kunden gekauft. Dad verabscheute die Idee, aber ich fand, dass sie einen gewissen Reiz hatten. Was, wenn ich mehr gekauft hätte? Neuere Spiele, bessere Automaten. Was, wenn ich... Achso, ich wollte das Ganze nochmal lesen. Wenn die Kunden sich hier aufhalten, während ihre Kleidung geschleudert wird, würden die Spiele mehr Geld einbringen als die Wäsche. Das denke ich auch. Ich habe diese drei über das Internet bei... Moment. Ich habe diese drei über das Internet bei Academania bestellt. Ich suche die Details für dich heraus. Wenn du Dad ein paar Zahlen vorlegst, gute Argumente hast, lässt er dich das vielleicht zu einer richtigen Spielhalle ausbauen. Ihm gehört immer noch das Geschäft, auch wenn du das Heft in der Hand hältst. Ja, erinnere mich nicht dran. Kaufe zuerst ein paar neue Spielautomaten. Belege den verfügbaren Platz und beobachte, was sie einbringen. Und denke daran, dass du Bargeld erst ausgeben kannst, wenn es von den Automaten übertragen und in den Safe gegeben wurde. Hier ist die Website. Interacademia Web. Öffne Academania und kaufe deinen ersten Spielautomaten. Okay.
Racer Chaser. Video Air Hockey. Achso, das ist verkauft, verkauft. Da ist für 500 Strike Gold Stack Overflow. Dann würde ich den Strike Gold, der sieht erstmal hübsch aus. Diesem abwärts goldenen Minenabenteuer tauscht Woodguy Junior sein treues Beil gegen eine Spitzhacke. Sammle Gold, kaufe Upgrades und buddel so tief, wie du kannst, um auf Gold zu treffen. Komm, den kaufen wir jetzt einfach. Bestätigen Lieferung, Donnerstag, 28.03. Gut gemacht, dein neuer Automat wird morgen früh geliefert, okay. Schön. Das Geschäft ist von 8 bis 23 Uhr geöffnet und generiert Gewinne, während du dich auf dem Gelände befindest. Du kannst die Zeit auf deiner Uhr nachsehen, indem du Tab gedrückt hältst. Tab oder... Ja, oder irgendwas auf dem Pad, weiß ich jetzt aber nicht. Ja... Du kannst weiterarbeiten, ein paar Spiele spielen oder den Tag beenden. Den Tag beenden, nicht den Tag. Scheiß Dinglisch. Indem du zur Bushaltestelle gegenüber dem King Bosch gehst. Okay. Dann kann ich erstmal hier raus. Zockt ja einer. Lassen wir ihn mal zocken. Ja, läuft doch. Ein bisschen gewaschen. Achso, wir müssen Wäsche wieder... Ein bisschen Geld wollen wir ja noch verdienen. Wollen wir natürlich gerne schon eine funktionierende Spielerläden statt einer Wäscherei. Aber wir fangen halt klein an. Oh, noch einer. Da kommen echt eine Menge, muss ich mal sagen. Okay, alle vier Körbe erledigt. Erstmal. Wer bist du? So, das. Toilette ist sauber. Das ist gut. Vorbildlich, Leute, vorbildlich. Immer wenn ich auf sie zugehe, werden sie pixelig und verschwinden. Ist das so eine Art Superkraft, die ich habe? Ich weiß es nicht. So, Müll haben wir keinen. Draußen ist auch noch jemand. Zack, weg. Also, ich neige dazu, Leute zu vertreiben. Das gut fürs Geschäft ist, einmal dahingestellt. Hallo! Ja. Was soll ich sagen? Soll ich den auf grün haben? Bin mir halt nicht sicher, ne? Rot ist wohl nicht gut. Oder ist rot doch gut? Ich weiß es halt nicht. Ja, ich glaube, rot ist doch gut. Ein verstecktes Paket gefunden. Mhm. Interessant. Lustig, diese Art von Minispielen. Bin mal gespannt, was das da doch so gibt. Also, ich finde, das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Kann man da wieder einen Kaugummi?
Yay. Werde doch zum professionellen Kaugummi-Entferner. Ah, auf der Seite haben wir ja auch noch Maschinen. Ups. Oh. Der ist schwieriger geworden. Nee. Warum kriege ich den jetzt da nicht mehr ab? Okay. So, können wir die erste Wäsche hier rausholen? Und packen wir den mal hier rein. Dann müsste die nächste eigentlich auch jetzt fertig sein. So, dritte Maschine. Jetzt noch eine Maschine am Laufen, die wurde aber ja ein bisschen später erst eingeschaltet. Deshalb haben wir da noch ein bisschen Zeit. Sonst noch irgendwas, was zu klären wäre hier? Kein Müll. Draußen ist schon dunkel. Wie viel Uhr haben wir es? 17.26 Uhr. Bis 23 Uhr ist auf. Oh, schon wieder neue Wäsche. Da seid ihr auch was? Nö. Was macht die Wäsche? Verwendet. Trockner laufen. Okay, das müsste dann der hier sein. Das packen wir dann mal hier hin. Kann ich hier vielleicht mal irgendwie ein Schild anbringen, nach dem Motto, keine Kaugummis in diesem Laden. Was in der Art. Wie geht's dem? Jetzt verwendet. Trockner laufen noch. Ich könnte jetzt ein bisschen an dem Spielautomaten spielen, aber wie gesagt, das finde ich jetzt noch nicht interessant. Also interessant schon, aber ich möchte natürlich erstmal so ein bisschen das eigentliche Spiel angehen. Oh, neue Wäsche. Okay, die ist für dich. Irgendwie. Nächster Trockner. Läuft gut.
Da kommt Kohle rein. Auch wenn das natürlich noch nicht unser Traumjob ist. Aber... ja, ist so schön. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Dober Spruch. Achso, ist noch... wir hatten hier noch eine Wäsche drin, oder? Noch nicht. Okay. Hier hatten wir... wenn beide noch verwendet, okay. Hier haben wir noch eine im Trockner. Die hört jetzt gerade auf, oder? Nee, dreht andersrum. Okay. Dann können wir die mal rausnehmen. Dann können wir die nämlich direkt wieder verwenden, weil da ist neue Wäsche reingekommen. Das läuft doch. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich Feierabend mache? Dann sind die Sachen, die jetzt noch hier drin sind, bringen wahrscheinlich keine Kohle dann, nehme ich an. Und wir brauchen ja Kohle. Wird verwendet. Der trocknet noch. Uhrzeit 21.13 Uhr. Wird auch nicht mehr lange aufhaben. Der Laden. Das ist mit Dreck. Soweit im Moment nichts. Das sehe. Toilette ist auch noch sauber. Verwendet, die ist fertig. Und kommt dann hier hin. Wäre natürlich auch jeder andere Trockner gegangen, aber ich bin ja ein Mensch, der die Ordnung liebt. Und dass jetzt Leute hören würden, die mich kennen. Da äußere ich mich jetzt mal nicht weiter zu. Komm, ich würde diese Sachen gerne noch zu Ende machen, oder? Wie viel haben wir? Ach, jetzt haben wir schon 22.13 Uhr. Wie, wann, wo speichert das Spiel eigentlich ab? Das ist mir jetzt auch noch nicht klar. Vielleicht nach einem Tag? Oder gibt es eine Möglichkeit, von alleine zu speichern? Spielhallenmanagement. Aufgaben. Was haben wir denn für Aufgaben? Spiele das Spiel weiter, um diese Funktion freizuschalten. Voice nicht, was ihr meint. Konten. Das ist das Spiel wahrscheinlich, was gemeint ist. Optionen, Upgrades, Bauer. Überprüfe deine derzeit aktiven Upgrades. Einige Upgrades können ein- oder ausgeschaltet werden. Okay, da ist jetzt erstmal nichts. So, und hier kann ich jetzt auch nichts machen, wodurch ich das Spiel speichere. Ja, jetzt gleich ist der Tag um. Geschäft schließt 23 Uhr. Es ist 23 Uhr, das Geschäft generiert nach Geschäftsschluss kein Geld mehr. Das heißt, wenn du nach Geschäftsschluss zu lange bleibst, kannst du ohnmächtig werden.
Okay, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich brauche ja dann jetzt auch nichts mehr zu tun. Du kannst draußen den Bus nehmen, um nach Hause zu fahren. Ja, habe ich vor. Ich hoffe, ich muss hier nicht noch abschließen oder so. Also ich hoffe jetzt automatisch zu. Dann nehme ich jetzt den Bus und dann wäre auch hier der erste Tag vorbei und für uns die erste Folge vorbei, die ich dann jetzt sofort noch hochladen werde, damit ihr schon mal ein bisschen was davon sehen könnt. Und ich habe bisher ziemlich Spaß hier mit dem Spiel, auch wenn das Waschmaschinenwaschen bisher natürlich noch nicht so abenteuerlich ist, aber ja, man fängt halt klein an. Und das finde ich aber irgendwie gut. Ja, ich bin an der Bus halt. Also, drücke E, um zu gehen. Wow. Super Bus. Tägliche Einnahmen. Einnahmen Spielhalle 28 Dollar. Einnahmen Waschstallung 102 Dollar. Wartungseinnahmen 140 Dollar. Spielhalle nur 28 Dollar. Okay, das mag jetzt sein, dass der eine Spieler, der da war, damit gemeint war. Und da war dann natürlich nicht so viel los. Das ist vollkommen richtig. So, plus 170 Dollar. Wow. Okay, ich denke, das ist dann unser neuer Spielauto. Ja, cool. Spielautomaten werden morgens geliefert. Ja, jetzt muss ich das leider noch. Du kannst die Karte jederzeit öffnen und Spielautomaten verschieben, indem du auf Tab tippst. Tab tippst. Also, aber jetzt nicht. Jederzeit, aber nicht jetzt. Erstmal ist das weg. Stelle die neue Maschine an einen leeren Platz auf. Ja. Hab ich vor. Wie habe ich das jetzt? Kurz mal reingehen. Das müssen wir eben schauen. Wieso ist jetzt hier dreckig? Gestern Abend war alles noch okay. Strike Gold, das ist er doch, ne? Das heißt, ich habe ihn jetzt tatsächlich schon aufgestellt. Okay. Alles weiter, Müll einsammeln und so und mich vielleicht auch mal um die Spielautomaten ein bisschen kümmern, Geld einsammeln und weitere frische Wäsche machen wir dann beim nächsten Mal. Und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich bei einem Daumen nach oben und vielleicht seid ihr genauso gespannt wie ich, wie das Ganze hier weitergeht. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Das hatte ich doch eben schon mal gesagt, ich habe ein Déjà-vu. Täglich grüßt das Murmeltier. Nein, wenn ja, dann schaut auch nächstes Mal wieder zu und den Daumen nach oben könnt ihr mir natürlich trotzdem geben. Und bis zum nächsten Mal sage ich dann ciao, ciao.